das sind sie, Oberösterreichs Spitzenschulen. Bereits zum 13. Mal haben die Tipps das Land und die Sparkasse Oberösterreich die engagiertesten Schulen unseres Bundeslandes gekürt. Es gibt in Oberösterreich sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler und auch Schulen, die sich wirklich toll engagieren für unser Bundesland. Und ich finde, sowas gehört auch vor den Vorhang geholt. Und deswegen haben wir als Tipps gesagt, da schauen wir, dass wir einen lässigen, tollen Bewerb ins Leben rufen. 18 Schüler haben einer alten Gaststätte zu neuem Glanz verholfen. Businessplan, Budget und Co. inklusive. Der Tourismusschule Bad Ischl hat das den Sieg in der Kategorie Umgang mit Geld eingebracht. Man lernt es definitiv, man ist fast gezwungen dazu, dass man es lernt, weil wenn es dann, also wir kriegen immer ein Budget von der Kulturhauptstadt, aber du musst da ja trotzdem ein eigenes Lokal einrichten und irgendwann wird es trotzdem auch zwäng und du musst schon genau überlegen, also was du machst. Finanzielle Entscheidungen sind der Grundstock für ein selbstbestimmtes Leben und von daher kann es ja nie bald genug sein, dass man sich dem Thema dementsprechend widmet. Für uns der perfekte Sieger in der Kategorie. Sich bewegen für den guten Zweck, das ist in der Kategorie Bewegung in der Schule am Programm gestanden. Auf diese Weise sind in der Volksschule Rüsdorf bei einem Benefizlauf über 10.000 Euro zusammengekommen. Die hat man an die Krebshilfe gespendet. Die haben immer 15 Minuten durchlaufen müssen, also sollen, was auch immer. Sie hätten gehen dürfen, es ist fast kein Kind gegangen, weil sie einfach den Rekord von den Runden holen wollten. Und sie haben immer wieder gesagt, wir geben unsere Kraft her für die, die es nicht kennen. Das sind 1450 Runden am Sportplatz gerannt, um Geld zu sammeln für die Krebshilfe. Und ich glaube, da kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde das einfach so großartig. So eine große Summe ist noch nie von einer Schule an die Krebshilfe gespendet worden. Heuer neu gewesen ist die Kategorie Klima und Umwelt. Am Siegertreppchen ist unter anderem das BAG Enns gestanden. Mit ihrem Projekt namens Was kann eine Schule für den Klimaschutz tun? Wir haben quasi versucht, unseren Schülern und Mitschülern zu zeigen, was eine coole Schule machen kann, dafür, dass das Klima gut ist und für gutes Essen und alles. Was mich besonders freut, ist, dass die Spitzenschulen in der Kategorie Klima und Umwelt gar nicht ein Projekt eingereicht haben, sondern eigentlich eine Haltung. Die haben über das ganze Jahr in der Schule, in allen Klassen, verschiedenste Projekte zum Klima- und Umweltschutz abgewickelt. Insgesamt 74 Projekte sind eingereicht worden. Neben Urkunden und Trophäen haben sich die Schüler bis zu 1.000 Euro für die Klassenkasse verdient. Die Freude bei den Siegern ist sichtlich groß gewesen.